Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alaihi wasallam. Wir fahren fort mit einem Unterricht mit dem Buch Taysir al-Latif al-Mannan fi Khulasati Tafsir al-Quran von dem Sheikh Abdurrahman ibn Nasser al-Si'di rahimahullah. Und heute beginnen wir mit der Erlaubnis Allahs ein neues Kapitel, einen neuen Abschnitt aus diesem gewaltigen Buch. Und zwar sprach der Autor als nächstes über die Verse, die um das Heiraten handeln. Das Heiraten, um was dem an Urteilen und Regeln folgen. So erwähnte der Autor rahimahullah als erste Verse in diesem Kapitel die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, in der es heißt: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Das sind zwei Verse aus Surah An-Nisa, aus der vierten Surah, und zwar die Verse Nummer 3 und 4, in denen es sinngemäß heißt: Und wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Weisen zu handeln, dann heiratet, was euch an Frauen gut scheint. 2, 3 oder 4. Wenn ihr aber befürchtet, nicht gerecht zu handeln, dann nur eine. Und was eure rechte Hand besitzt, das ist eher geeignet, dass ihr nicht ungerecht seid. Und gebt den Frauen ihre Morgengabe als Geschenk. Wenn sie für euch aber freiwillig auf etwas davon verzichten, dann verzehrt es zum Wohl und bekömmlich. Das sind diese beiden Verse aus Surat An-Nisa, und zwar der dritte und der vierte Vers. Der Autor sagte, rahimahullah, allgemein über dieses Thema sprechend: لما من الباري على عباده بالنكاح قدرا وأباحه شرعا بل أحبه ورضيه وحث عليه لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة رتب عليه أحكاما كثيرة وحقوقا متنوعة. Der Autor رحمه الله sagte, weil Allah, weil der Schöpfer seinen Dienern die Gunst erwies, durch die Vorherbestimmung zu heiraten und es gesetzlich erlaubte, vielmehr er dies liebt und damit zufrieden ist und dazu anspornte, und weil darauf viele Nutzen folgen, ordnete er dafür viele Regeln und verschiedene Rechte an. Diese Rechte drehen sich im Allgemeinen um verschiedene Punkte. Der Autor sagte,
تدور كلها على الصلاح وإصلاح أحوال الزوجين ودفع الضرر والفساد. All diese Regeln bezüglich dem Heiraten und all diese Rechte in der Ehe drehen sich um die Richtigkeit und die Verbesserung der Zustände der Ehepartner und um das Abwehren des Schadens und der Verderbnis. Alle Rechte und alle Regeln, die es bezüglich der Heirat geht, drehen sich um diese Punkte. Was sagte der Scheich, um was es sich handelt? Um was dreht sich? Was ist die Grundlage bei all diesen Rechten, bei all diesen Regeln bezüglich der Heirat? Es ist die Richtigkeit und die Verbesserung der Zustände der beiden Ehepartner und das Abwehren des Schadens und der Verderbnis. Er sagte, وَهِيَ مِنْ مَحَاسِنِ الشَّرِيعَ. Und dies ist von den Vorzügen der Scharia, des islamischen Gesetzes. Er sagte, eine allgemeine Regel erwähnend, وَالشَّرِيعَةُ كُلُّهَا مَحَاسِنُ وَجَلْبٌ لِلْمَصَالِحِ وَدَرْءٌ لِلْمَفَاسِدِ. Er sagte, die Scharia, die islamische Gesetzgebung, allgemein, das sind alles Vorzüge. Und es geht um das Herbeiführen des Nutzens und um das Abwehren des Schadens. Das als Einführung in dieses gewaltige Thema. In dieses gewaltige Thema. Das heißt, das Heiraten ist verbunden mit vielen Regeln und mit verschiedenen Rechten. Der Autor, rahimahullah, geht jetzt auf diese beiden Verse ein, in denen einige dieser Regeln und einige dieser Rechte erwähnt werden. All diese Rechte und all diese Regeln drehen sich um was? Um die Richtigkeit und um die Verbesserung der Zustände der Ehepartner und um das Abwehren des Schadens und der Verderbnis. Und all dies ist von den Vorzügen des Islams. Und das ist die Scharia. Und die Scharia im gesamten Bild, als gesamte Gesetzgebung, ist voller Vorzüge. Es gibt in der Scharia nur Vorzüge. Es handelt sich immer um das Herbeiführen der Nutzen für die Menschen und gleichzeitig um das Abwehren von den Schäden. Der Scheich sagte, يَقُولُ تَعَالَ هُنَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا. Hier sagte der Erhabene, wenn ihr befürchtet, nicht gerecht zu sein, nicht gerecht zu sein, hinsichtlich wem? Hinsichtlich der Weisen. Deshalb sagte der Scheich, أَيْ تَقُومُ بِحَقِّ النِّسَاءِ الْيَتَامَى. Yani, wenn ihr befürchtet, nicht gerecht zu sein, gemeint ist, dass man befürchtet, die Rechte der Frauen nicht zu erfüllen, die als Waisen sich in eurem Schoß befinden und ihr für sie verantwortlich seid. Was ist der Grund, warum dass man unter anderem vielleicht befürchtet, nicht gerecht zu diesen Frauen zu sein? Er sagte, لِعَدَمِ مَحَبَّتِكُمْ لِعَدَمِ مَحَبَّتِكُمْ إِيَّاهُنَّ فَعَدِلُوا إِلَى غَيْرِهِنَّ. Weil ihr sie vielleicht nicht liebt. Was soll man dann tun?
Man soll sie für andere Frauen lassen. Yani man soll diese nicht heiraten, wenn man befürchtet, nicht gerecht zu ihnen zu sein, sondern man soll andere heiraten. 2, 3 oder 4. Um das Thema besser zu verstehen, erwähnen wir 2 Aussagen, die überliefert wurden, beziehungsweise erwähnt wurden in Tafsir von Al-Baghawi. Und zwar sagte Al-Hasan Al-Basri, so wie bei Al-Baghawi in seinem Tafsir erwähnt wurde, كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأَيْتَامِ. Es war üblich, dass ein Mann von den Leuten von Al-Madina Waisenkinder hatte. Yani bei sich aufgenommen hatte. وَفِيهِنَّ yani unter ihnen مَنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا. Und unter diesen gibt es welche, die ihm erlaubt sind zu heiraten. فَيَتَزَوَّجُهَا لِأَجْلِ مَالِهَا. Worauf er sie heiratet, wegen ihrem Vermögen. وَهِيَ لَا تُعْجِبُهُ. Während sie ihm aber nicht gefällt. Er heiratet sie aber wegen was? Wegen ihrem Vermögen. كَرَاهَةَ أَن يُدْخِلَهُ غَرِيبٌ فَيُشَارِكُهُ فِي مَالِهَا. Warum heiratete er sie? Er heiratet sie wegen ihrem Vermögen und weil er es verabscheut, dass ein Fremder kommt und dann Teil hat an ihrem Vermögen. Das heißt, er heiratet sie, obwohl sie ihm nicht gefällt, aber er heiratet sie wegen ihrem Vermögen. Er sagte, ثُمَّ يُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَيَتَرَبَّصُ بِهَا أَن تَمُوتَ وَيَرِثَهَا. Er heiratet sie, obwohl er sie nicht mag. Er heiratet sie nur wegen was? Wegen ihrem Vermögen. Dann ist er schlecht zu ihr. Denn er behandelt sie dann schlecht und wartet nur darauf, dass sie stirbt, sodass er von ihr erbt. Dass er von ihr was? Das Vermögen erbt. Er sagte, فَعَابَ اللَّهُ تَعَالَ ذَلِكَ وَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةِ. Allah tadelte dies. Und sandte diesen Vers herab. Und sandte was? Diesen Vers herab. Deshalb sagte Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers, und wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Weisen zu handeln, dann heiratet, was euch an Frauen gut scheint. 2, 3 oder 4. Wenn ihr aber befürchtet, nicht gerecht zu handeln, dann nur eine. Bis zum Ende des Verses. Deshalb sagte der Scheich, dass hier mit der Befürchtung, nicht gerecht zu sein, bedeutet, dass man Angst hat, das Recht dieser Frauen, die als Waisen in eurem Schoß sich befanden und ihr verantwortlich für sie seid, wenn ihr befürchtet, nicht ihre Rechte erfüllen zu können, weil ihr sie nicht liebt, was soll man dann tun? Man soll sie lassen. Man soll sie nicht heiraten. Und man soll stattdessen andere Frauen heiraten, weil es noch genug andere Frauen zu heiraten gibt. Das ist das, was mit diesem Vers gemeint ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte danach, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Man soll heiraten, was einem an Frauen gut scheint. Heiratet. So heiratet an Frauen, was euch gut erscheint oder gut scheint. Der Scheich sagte, das bedeutet, أَيَّنْ بَغِي أَن تَخْتَارُوا مِنْهُنَّ الطَّيِّبَاتِ فِي أَنفُسِهِنَّ. Das bedeutet, dass es sich euch gebührt, dass ihr von ihnen, yani von den Frauen, die Guten aussucht, die an sich selbst gute Frauen sind, welche, bei denen das Zusammenleben mit ihnen gut für euch erscheint.
Welche Eigenschaften sollen diese guten Frauen haben? Er sagte, Al-Jami'ati lid-Dini wal-Hasabi wal-Aqli wal-Adabi al-Hasana. Es sind die Frauen, die folgende Dinge vereinen, in sich vereinen. Die Religion, das Ansehen, den Verstand und den guten Anstand. وغير ذلك من الأوصاف الداعية لنكاحهن und so weiter. Mit den Eigenschaften, die dazu aufrufen, sie zu heiraten. Er sagte, rahimahullah, über die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier erwähnt hat, dass man die Frauen heiraten soll, die einem gut scheinen. Er sagte diesbezüglich, wo في هذه الآية الحث على الاختيار قبل الخطبة. In diesem Vers, aus diesem Vers entnimmt man den Ansporn, die Frau auszusuchen bzw. auszuwählen, bevor man um ihre Hand anhält. Er sagte, وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَلَّا يُتَزَوَّجَ إِلَّا الْجَامِعَةُ لِلصِّفَاتِ الْمَقْصُودَةِ بِالنِّكَاحِ. Man soll die Frau auswählen, bevor man um ihre Hand anhält. Es soll die Frau sein, die einem gut erscheint. Er sagte, und aus diesem Vers entnimmt man, dass es sich gebührt, dass man keine Frau heiratet, außer die, die die Eigenschaften in sich vereinen, für welche man das Heiraten beabsichtigt. Was beabsichtigt man denn durch die Heirat? Was ist die Absicht von der Heirat? Der Scheich sagte, فَإِنَّ النِّكَاحَ يُقْصَدُ لِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ. Er sagte, denn gewiss wird die Heirat wegen vielen Dingen beabsichtigt. مِنْ أَهَمِّهَا, von den wichtigsten dieser Absichten ist was? Er sagte, Kafa'atul Bayti wal A'ila wa husnut Tadbiri wa husnut Tarbiya. Von den wichtigsten Angelegenheiten, für die man beabsichtigt zu heiraten, ist die Angemessenheit des Hauses und der Familie. Warum erwähnt der Scheich die Familie? Weil die Familie der Ehefrau einen Einfluss hat auf den Ehemann und auf seine Kinder. Deshalb soll man was? Auf die Angemessenheit des Hauses und der Familie achten. Und er sagte, von den wichtigsten Angelegenheiten, für die man beabsichtigt zu heiraten, ist der gute Haushalt und die gute Erziehung. Er sagte, وَأَهَمُّ صِفَةِ هَذَا النَّوْعِ الدِّينُ وَالْعَقْلُ. Er sagte, und die wichtigsten Eigenschaften davon sind die Religion und der Verstand. Die Religion und der Verstand. Er sagte, وَيُقْصَدُ بِهِ إِحْصَانُ الْفَرْجِ وَالسُّرُورُ فِي الْحَيَاتِ. Und man beabsichtigt dadurch, die Scham zu hüten und glücklich im Leben zu sein. Man beabsichtigt durch das Heiraten,
das Hüten der Scham. Man beabsichtigt, im Leben glücklich und zufrieden zu sein. Er sagte, وَعُمْدَةُ هَذَا حُسْنُ الْأَخْلَاقِ الظَّاهِرَةِ وَحُسْنُ الْأَخْلَاقِ الْبَاطِنَةِ. Was ist die Grundlage davon? Er sagte, und die Grundlage davon ist der gute, äußerliche wie innerliche Charakter. Er sagte, وَيُقْصَدُ بِهِ نِجَابَةُ الْأَوْلَادِ وَشَرَفُهُمْ. Und man beabsichtigt dadurch, yani durch die Heirat, dass man edle und vortreffliche Kinder bekommt. Was ist die Grundlage davon? Er sagte, وَأَسَاسُهُ الْحَسَبُ وَالنَّسَبُ الرَّفِيعُ. Er sagte, die Grundlage davon, eine edle und vortreffliche Kinder zu bekommen, ist das Ansehen und die hohe Abstammung. Dass es ein angesehenes Haus und eine angesehene Familie ist in der Religion. Und wenn dazu noch die hohe Abstammung kommt, die edle Abstammung kommt, dann ist es Licht zu Licht. Er sagte, وَلِهَذَا أَبَاحَ الشَّارِعُ بَلْ أَمَرَ بِالنَّظَرِ لِمَنْ يَخْطُبُهَا لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِّنْ أَمْرِهِ. Und deshalb erlaubte der Gesetzgeber, nein, vielmehr befahl er, die anzuschauen, um deren Hand man anhält. Wann sollen sie sich anschauen? Damit man seine Angelegenheit versteht, beziehungsweise sieht, auf was man sich einlässt. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte in diesem Vers, dass man zwei, drei oder vier Frauen heiraten soll, beziehungsweise heiraten kann, wenn man das will. Und wenn man befürchtet, nicht gerecht zu handeln, dann nur eine oder was eure rechte Hand besitzt. Wortwörtlich heißt es im Arabischen zwei und drei und vier. Zwei und drei und vier. Der Scheich sagte, أي من أحب أن يتزوج اثنتين فليفعل. Das bedeutet, derjenige, der zwei heiraten möchte, so soll er es tun. Oder drei oder vier, so soll er es tun. أو ثلاثا أو أربعا فليفعل ولا يزيد على الأربع. Aber er darf nicht mehr als vier heiraten. Warum? Er sagte, لِأَنَّ الْآيَ سِيقَتْ لِلِمْتِنَانِ فَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى غَيْرِ مَا سَمَّ اللَّهُ إِجْمَاعًا. Er sagte, warum darf man nicht mehr als vier? Er sagte, weil diese Vers im Zusammenhang der Gunsterweisung erwähnt wurde. So ist es nicht erlaubt, so ist nicht mehr erlaubt als das, was Allah genannt hat. Und dies mit dem Konsens der Gelehrten. Dies mit dem Konsens der Gelehrten. Was ist der Grund? Warum erlaubte Allah subhanahu wa ta'ala dem Mann, zwei, drei oder vier Frauen zu heiraten? Er sagte, وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ لَا تَنْدَفِعُ شَهْوَتُهُ بِالْوَاحِدَةِ أَوْ لَا يَحْصُلُ مَقْصُودُهُ أَوْ مَقَاصِدُهُ بِهَا. Er sagte, und dies, weil es
gut möglich ist, dass die Lust des Mannes nicht durch eine gestillt wird. Oder weil dadurch, yani durch das Heiraten von einer Frau, die beabsichtigte Sache nicht erfüllt wird. Oder die Beabsichtigten, die durch das Heiraten mit dieser Frau beabsichtigt wurden, nicht erfüllt sind. So wie erwähnt wurde, dass es viele Absichten gibt beim Heiraten. Er sagte, فَلِهَذَا أَبَاحَ اللَّهُ لَهُ هَذَا الْعَدَدِ. Und deshalb erlaubte Allah ihm diese Anzahl. لِأَنَّ فِي الْأَرْبَعِ غُنْيَةٌ لِأَنَّ فِي الْأَرْبَعِ غُنْيَةً لِكُلِّ أَحَدٍ إِلَّا مَا نَذَرَ. Er erlaubte, Allah subhanahu wa ta'ala, erlaubte dem Mann diese Anzahl, denn in vier Frauen ist Genüge für jeden, außer in seltenen Fällen. Er sagte, und trotzdem, وَمَعَ هَذَا فَإِذَا خَافَ مِن نَفْسِهِ الْجَوْرَ وَالظُّلْمَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْوَاحِدَةِ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى الْوَاحِدَةِ. Er sagte aber, und trotzdem, doch trotzdem, wenn der Mann Angst hat, yani von sich selbst befürchtet, ungerecht zu sein, wenn er mehr als eine Frau heiratet, dann muss er sich auf eine beschränken. أو على ملك يمينه التي لا يجب عليه لها قسم كالزوجات. Er muss sich auf eine beschränken oder auf das, was seine rechte Hand besitzt, denn diesbezüglich ist es nicht Pflicht hinsichtlich der Einteilung wie bei den Ehefrauen. Er sagte, rahimahullah, im Vers heißt es weiter, das ist eher geeignet, dass ihr nicht ungerecht seid. Das, damit ist gemeint, dass man sich auf eine Frau, Ehefrau beschränkt, oder auf das, was die rechte Hand besitzt, ist was? Ist eher geeignet, dass man nicht ungerecht zu den Ehefrauen ist. Dass man nicht die Frauen ungerecht behandelt. Denn das ist haram. Das ist was? Verboten. Und mit der Erlaubnis Allahs werden wir hier an dieser Stelle im nächsten Unterricht miteinander weitermachen. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.